Hallo, liebe Zuschauer von Brick Freak. Wie versprochen stelle ich heute hier den Leppin 05043 R2D2 vor. Das Lego-Modell ist die 10225 aus dem Jahre 2012. Leppin gibt das Ganze mit 2127 Teilen an, aber Leppin zählt alles. Also die Anzahl dürfte gleich sein dann wie beim Lego-Pardon, das ich jetzt auswendig nicht mehr weiß, aber knapp über 2000 Teile oder um die 2000 Teile. Kurze Rückseite vom Karton, Seitenansicht, schicker Trage. So, okay. So, die letzte Woche habe ich damit verbracht, der weltliebsten kleinen Druiden zusammenzubauen, samt seinem schönen UCS-Schild. Das finde ich auch immer wieder toll, dass die UCS-Schilder immer alle ein bisschen unterschiedlich gemacht sind. Hier haben wir noch den Mini-R2D2 und hier seine Angaben. Wie immer, in dem Fall 1,09 Meter hoch. Sehr schön, kleiner Kerl. So, ja, hier oben die Drehfunktion am Kopf. Die Beine, das dritte Bein, das können wir oben einklappen und auf Knopfdruck runterlassen. Des Weiteren kann man ihn nach hinten umbauen, sodass er in dieser Standposition verharrt und das Ganze dann auch wieder. Na, lassen wir ihn einfach mal in der Position. So. Nö, jetzt wieder nicht. So, gut. Hier vorne. Spielbach-Sachen. Dann haben wir den Bunsenbrenner. Zack. Und auf der anderen Seite hier hinten haben wir die Kreissäge. Damit aus dem kleinen süßen Druiden ein kleiner wehrhafter Druide wird. Das Modell macht sehr viel Spaß zum Aufbauen. Kann man absolut nichts sagen. Ich schätze mal so 8 bis 10 Stunden sind viele, viele, viele kleine Teile. Also deswegen bei dieser Größe auch diese 2000 Teile. Da gibt es Modelle, die haben 1200 Teile und sind doppelt so groß. Es sind einfach wahnsinnig viele kleine Teile. Die Qualität ist gut. Es hält alles wunderbar. Also Leppin hat da gute Arbeit geleistet. Jetzt kommen wir zum Aber. Wenn meine Kamera da ein bisschen näher kommt. Eigentlich sollten die Schläuche hier unten festgemacht werden, mit einer Doppelplatte, Jumper auf Doppelplatte Rückseite, aber die Jumperplate hält da drin natürlich überhaupt nicht, weil es ein großes Achselloch ist, ja, da passt der Böppel nicht rein. Also habe ich es jetzt einfach da oben drauf geklickt, macht keinen großen Unterschied. Des Weiteren ist in der Anleitung ein bisschen schwer ersichtlich, wo hellblau und wo dunkelblau hier oben verbaut wird. Und es ist bei mir von den Teilen her aufgegangen, aber nicht genauso in der Anleitung hellblau-dunkelblau. Dafür waren die Teile unterschiedlich gepackt, das kann bei Leppin passieren. Aber es waren alle Teile da und ob jetzt da genau hellblau oder dunkelblau ist, das denke ich interessiert, wenn er im Regal steht, dann wirklich keine Sau mehr. Ne? So, jetzt haben wir ihn wieder in der richtigen Standposition. So, lohnt sich das Modell noch 2018? Ist schon 6 Jahre alt. Ja, es macht Spaß, es passt Gott sei Dank überall auch in ein kleineres Regal rein, von daher kein Problem, kriegt man immer wieder unter. Momentan kostet er bei AliExpress um die 70 Euro portofrei. Ich habe ihn jetzt wie immer hier schon direkt aus Deutschland bezogen von meinen Lieferanten und habe dafür etwas unter 100 Euro bezahlt, inklusive Versand. Würde ich mir auch nochmal kaufen. Wenn man noch irgendwo das Lego-Original zu einem bezahlbaren Preis herkriegt, dann holt euch ruhig das Lego-Original. Also ich denke bis 250 Euro ist okay. Hat natürlich auch eine ganz andere Werterhalt jetzt wie das Ding von Leppin. Ne? Hier oben war zum Beispiel dasselbe wie hier unten, wo das Achselloch ist. Ja, da passt nur ein Pin rein, aber keine Noppe von dem Stein, also musste ich mir da auch ein bisschen behelfen. Steht jetzt ein bisschen weiter vor, aber im Regal sieht man es nicht. So. Jo, bin froh, dass er fertig ist.
Aber wie gesagt, war ein bisschen Fummelarbeit, diese ganzen kleinen Steine. Ein bisschen ungewöhnlich nach den großen Modellen, die ich jetzt vorher gebaut habe. Mache mich heute noch an den Katzi M1 A2 Abrahams Tank. Das gibt dann das nächste Video, bevor es dann zum Tumblr und dann zur Veneta geht. In den Kommentaren war die Veneta gefragt. Also, aber ich brauche erst ein Regal von Ikea fürs Wohnzimmer, sonst kann ich die Veneta nirgendwo hinstellen, weil im Gästezimmer steht jetzt schon der Falke, bis der Vitrinentisch kommt, wo der Falke reingehört. Insofern baue ich die Veneta erst, wenn ich die Regale habe, sonst erschlägt mich meine Frau. Ne? Zu Recht. Kurzes Update, ich habe auch schon wieder bestellt. Ich kriege jetzt hier von meinem Lieferanten aus Deutschland Lego Creator Big Ben, das Modell mit 4000 Teilen von Leppin, um mal auszuprobieren, ob meiner Frau auch Spaß macht, Lego zu bauen, dass ich ja abends unten nicht immer der Einzige bin, sondern vielleicht auch mal mit meiner Frau hier zusammenbaue. Probieren wir mal den Big Ben aus. Der kommt dann hier im Esszimmer aufs Regal. Und des Weiteren habe ich bestellt den TIE Interceptor direkt bei AliExpress für 26 Euro. Da konnte ich nicht widerstehen, inklusive Porto. Super. Ich weiß, der kostet von Lego auch nur 59 Euro, aber ich hatte eigentlich jetzt gar kein Geld mehr. Aber 26 Euro, das geht immer. Ja, wie immer, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen von dem schönen Modell. Ich habe auch Videos gehabt vom Aufbau, aber ja, ich habe A, keinen Bock zu schneiden, ich bin mehr der One-Take-Man, obwohl ich das oft ja jetzt kapiere, aber ich versuche lieber One-Takes-Videos zu machen. Wenn ihr Aufbauvideos sehen wollt, dann geht auf BrickBuilder, YouTube-Channel. BrickBuilder hat immer super fantastische Fast-Builds von allen Modellen oder Junk-Bricks, da seht ihr dann auch noch ein bisschen mehr. Bei mir gibt es dann einfach eher ein bisschen Geschwafel dazu. Würde mich freuen über Abos und Likes. Ihr wisst, ich habe die Competition mit meiner Tochter laufen. 1000 Abonnenten in einem Jahr. Bei 25 bin ich. Bedanke mich bei jedem neuen Abonnenten. Wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende. Und vielleicht gibt es morgen Abend oder übermorgen dann schon den M1 A2 Abrahams Tankpanzer. Alles Gute, Brick Freak, bye bye.